Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Ja, wir waren ja letztes Mal mit dem Bunker, da waren wir alle, also haben das allererste Mal einen Auftrag für einen Bunker bekommen, wenn man es so nennen kann. Ja, da gab es ja auch mal ein Update, das habe ich vergessen, dass das auch mal, also ist auch wieder ein paar Monate oder mehrere Monate, vielleicht auch noch länger. Und ja, los, ich wusste es nicht, ich dachte, das wäre schon so normal drin, ne? Aber ist ja auch nicht so schlimm. Und ja, wir haben das halt letztes Mal fertig gemacht. Und dann würde ich sagen, das war, sage ich mal, zur passenden Zeit einen Auftrag nehmen, nämlich Anibel Weihnachtsputz. Hey, Weihnachten steht vor der Tür und ich habe ein Problem. Meine Eltern haben ein. Eine Delegation? Spricht man das so aus? Delegation besucht und mir vor ungefähr einem Monat ein leeres Haus hinterlassen. Aber sie kommen bald zu Weihnachten zurück. Es gibt immer noch Spuren der letzten Party zu Hause und einige frühere auch. Weißt du, meine Mutter hat eine idealistische Vision von Weihnachten, in der das ganz aus und alle Fenster leuchten und überall Weihnachtsschmuck hängt. Ich kann nicht alles selbst vorbereiten. Hilfe, Annibel. Ah ja. Sieht irgendwie sehr spooky aus. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Einen Moment mal. Sorry Leute, ich war gerade etwas verwirrt, weil ich habe. Ihr seht ja, dass es sonst dunkel ist und bei mir ist ja immer am Tag. Und ich dachte mir erst so, hä? Ich habe doch alles auf Tag gestellt, weil ich finde, dann ist das nicht so blöd mit den Aufträgen. Also, ne, dann ist es so dunkel und dann muss man vielleicht da Lichter und. Man hat ja auch dieses, nee, wo ist denn das denn? Bei irgendeinem Knopf ging das doch. Jetzt finde ich den nicht, sonst habe ich mich immer verdrückt. Genau, weil sonst hat man halt immer das. Das können wir ja jetzt auch anmachen, wenn wir wollen. Und das finde ich halt ein bisschen blöd. Sieht halt sehr komisch aus. Deswegen, also, naja, egal. Ich glaube, es soll dunkel sein, weil halt wegen Weihnachten, damit man halt die Lichter mehr sieht, auch wenn das sehr wie ein Horrorgame aussieht, aber naja. Ja, weil ich finde am Tag, aber man kann das gar nicht anders einstellen. Wisst ihr so, wie ich meine? Das kann man echt gar nicht anders einstellen. Weil ich habe so, weil eigentlich ist ja bei mir die Echtzeit, glaube ich, drin oder Spielzeit. Ich glaube, das war eben Echtzeit. Und Echtzeit ist, glaube ich, meine Zeit. Also in Real Life halt, die ist. Und ich nehme ja eh nie nachts auf, aber ich wollte es trotzdem so eingestellt haben. Aber ich finde das einfach besser, weil dann sieht man halt, was so. Also man sieht den einfach besser Design. Also nur damit ihr mich versteht, nicht, dass ihr denkt, warum macht ihr das? Ich finde das einfach besser zum Gucken, weil guckt euch das an, das ist doch schon ein bisschen komisch. Wo manche würden sagen, ich würde das nicht jucken, aber mich stört schon ein bisschen. Vor allem, wenn man den Schmutz, ne? Oh, das wird ja toll. Naja, egal. Erstmal die Hand wieder, weil ich sehe hier, wir haben auch Müll. Also wir müssen wahrscheinlich aufräumen. Okay, wir haben die Pizza aufgepackt, ausgepackt und ja, erstmal schön auf den Boden gelassen. Ach, da ist auch Schmutz oder was? Naja, ist jetzt auch egal, nicht so schlimm, dann ist es halt so auch mal was ganz anderes. So. Ah ne, hier ist auch noch was. Ach so, die ist schon drauf. Ach so. Ah, hier habe ich auch was übersehen, aber ist ja nicht so schlimm. Und wenn, wir haben ja noch die Karte, die Minimap. Und die hilft ja uns auch. Und dann wissen wir ja auch, okay, da müssen wir jetzt noch hin.
Na, oder auch nicht. Ich schätze mal, die haben das so. Oh, ein Fertigkeitspunkt, aufräumen. Scharfsinniger Blick. Oh, was machen wir denn? Also entweder würde ich, also das würde ich als letztes machen, also wenn würde ich schnelle Händchen oder weite Reichweite, wirf den Müll in der Reichweite weg. Aufräumen 50. Ich würde sagen das, ne, weil das hatten wir ja und dann ist das alles hier 2-2. Dann machen wir das, oder? Ja, okay, ich glaube, ich merke eher weniger. Ah, da muss man ja auch immer sehr genau sein. Ja, bald ist schon Weihnachten, ne? Ey, Wahnsinn, ey. Ja, da freue ich mich auch schon länger drauf. Dann kriegt man ja auch wieder Geschenke so. Selbst ich wünsche mir noch Geschenke. Manche in meinem Alter, die so älter sind, die denken sich so, oh nö, ich brauche das nicht mehr, aber. Ich sag mal, vor allen Dingen, wenn man als, ja, ich will nicht sagen, nicht als Kind, aber wenn man halt kein Geld hat, ist das schon ein bisschen, also ist das halt schon ganz gut, so Feiertage, genauso wie Geburtstag, weil wenn man halt einen Wunsch hat, dann kann man sich das halt einfach wünschen. Es ist halt schon gut so, ne? Ja, obwohl in Weihnachtsstimmung bin ich eher nicht, aber ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Ist eher so, ja, mäßig. Und ja. Haben wir denn noch. Ah, da ist er. Ah, da. Okay. Ich gucke gerade auf diese Map. Und hier ist im Moment nichts. Ich glaube, jetzt müssen wir nur die ganzen Weihnachtssachen. Ja, genau. Ich glaube, das würde ich als erstes machen. Ich würde wirklich erstmal alles reinigen und so. Und dann das, na, zum Schluss machen. In welchem Zimmer gehen wir denn? Gehen hier rein. Müssen wir das Bett. Mach das Bett, jo, Mama. Fenster reinigen. Hier sind immer nur so kleine Fenster, ne? Aber Wahnsinn, das war ein Fertigkeitspunkt im Aufräumen. Ich glaube, das ist so. Obwohl verputzen ist, glaube ich, noch weniger, was das angeht. Wollen wir das Licht mal anmachen? Warte, wie hell ist es denn? Warte mal, wo war das nochmal? Da. Ja, okay, das bringt jetzt auch nicht viel, aber trotzdem machen wir an. Gibt es hier nicht auch Licht oder ist das schon an? Achso, das ist schon. Nee, ist doch nicht automatisch an. Ich kann doch einfach Licht anmachen. Also ich bin auch gut drauf heute irgendwie. Ja, hier ist sonst nichts mehr. Ah, montiere die Geräte sehe ich da. Da kann ich jetzt selber aussuchen, oder wie? Hier steht montiere die Geräte. Okay, ein Vorhang wie, ah da. Das allererste Mal einen Vorhang montieren, Wahnsinn. Ich dachte mir so, hä, einen Vorhang montieren, aber auch okay. Ja, ich habe jetzt einfach das Weiß genommen, weil ich glaube, das sieht am besten halt aus, weil hier auch viel Weiß ist. Tür zu, ist hier noch eine? Nee, hier ist keine Tür, dann gehen wir hier. So. Licht, oh ja, das ist doch Licht, was ich. Ist das ein Fernseher? Ach, das ist so ein. Ach so. So, ich dachte, das wäre schon irgendwie so ein LED-Ding. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das war schon, ne? Ja, außer halt Fenster reinigen. Okay, jetzt wird sie ausgeblendet, auch cool. Dann können wir ja hier auch mal Licht anmachen. Das habe ich aber total verpeilt, dass man ja hier Licht anmachen kann. Achso, hier ist keine. Das ist auch so geil. Hier ist eine, da ist eine und dann hier vorne nichts. Ah, hier ist die Garage. Müssen wir ja auch was machen, anscheinend. Wir machen einfach überall Licht an. Ja, dann machen wir es halt so. Wie ist jetzt?
nicht halten. So Fenster reinigen. Aber ich finde den Auftrag ganz schön so. Also der wäre ja eh als nächstes gekommen, aber ich dachte mir so, passt ja eigentlich ganz gut zu ja, also halt zur realen Zeit, sag ich mal so. Weil bei uns ja auch Weihnachten vor der Tür steht. Sag mal, hab ich jetzt alle Räume oder? Nee, Schlafzimmer, ja, wo ist das denn? Bin ich jetzt... Ah! Okay. Licht an. So, yo, also hier wurde ja richtig viel Pizza gegessen. Mach das Bett, yo, machen wir. Finde ich auch eine kleine Funktion, also finde ich gut. Kann man es wegwerfen? Nee. Finde ich auch eine schöne kleine... nicht Fähigkeit, wie nennt man sowas? Ich sag mal, kleines Detail, dass man das halt machen kann, aber es kam bei uns auch etwas später, glaube ich. Oder man konnte das schon immer machen, aber ich hab's halt nicht gesehen. Nee, aber ich denke mal, die haben das bestimmt dunkel gemacht wegen dem Weihnachtssichern, damit die mehr zu Geltung kommen, aber das kann man ja auch später machen. Und ja. Aber ich bin mal gespannt, ob wir alle Fertigkeitspunkte in diesem Let's Play, weil es ist ja definitiv nicht vorbei, auch wenn da Aufträge sind, weil da gibt es ja die eine Aufträge-Karte von diesem Sunset Valley, Sunset Bay oder so, dieses Strand-Update. Und dann haben wir ja noch die ganzen Häuser, die wir noch kaufen können. Schmutzungen, ey. Aber hier ist doch gar nichts. Hätte ich einen scharfsinnigen Blick nehmen sollen, ma. Ist das ein Bug oder was? Reinige die Verschmutzungen, 93. Okay. So, und hier müssen wir nur eins kaufen, nämlich hängende Lichter, Schneeflocke lang weiß. Oh, hängende Lichter. Macht man das am Fenster? Vielleicht, ne? Warte, ich wechsle erstmal zur Hand. Vielleicht zwei kaufen. Warte mal, was würde denn... Sorry, dass ich jetzt so oft... Ja, vielleicht mal was Farbenfroheres nehmen, ne? Vielleicht so dieses Blau. Sieht auch ganz schön aus. Oh, schön. Vielleicht dieses Verschneit nehmen. Kaufen viele. Kann man das nicht so an Fenster, weil... Ach so, das kommt nicht vom Fenster. Nee, dann wartet mal. Dann, warte mal, man kann die auch anmachen, ne? Macht das Licht an. 2 von 3. Weiß nicht, sieht das so hübsch aus? Irgendwie nicht, ne? Komm mal her. Vielleicht hier eine hin. Also es sieht nicht schlecht aus, keine Frage, aber irgendwie sieht es schon ein bisschen komisch aus. Und dann vielleicht hier noch eine hin. Und ich habe gesehen, wir brauchen eh noch mal eine. Auch wieder die Farbe und vielleicht... Hier hin. Dann springen wir nochmal und... Na? Ui. Ja, ich finde es ein bisschen doof, dass man das hier im
Und man nicht da machen kann. Dann können wir ja hier schon mal das Licht ausmachen. Boah, es sieht aber schon schön aus. Und ja, das wär's auch wieder erstmal. Und ich würde sagen, dass wir nächstes Mal dran weiterarbeiten, dass das Haus schön weihnachtlich wird, schön weihnachtlich dekorieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!